Weiter geht's im Team Aqua versteckt. Das letzte Mal hatten wir hier uns schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich glaube, auch hier haben wir wieder zwei Teleporter. Genau, der eine ist dort hinten und der andere müsste hier auf der Seite versteckt sein. Ich glaube, der führt mal wieder nur zu... Genau, der führt zu einem Item. Ah, das war der Mist. Jetzt muss ich entscheiden, welches war der richtige Weg. Der war es schon mal nicht. Okay. Der könnte korrekt gewesen sein. Wir haben ja nur eine Auswahlmöglichkeit. Ich gehe nochmal nach links. Und damit landen wir ganz unten. Und... Ah, war die falsche Entscheidung. Schade, schade, Schokolade. Der hier vielleicht? Nee. Also der, dann in die Mitte. Dann ganz nach links. Jetzt weiß ich nicht mehr, hatte ich den ganz linken genommen, den mittigen? Ah ja, genau. Hier. Hier wollte ich hin. Und ich glaube, hier haben wir einige... Genau. Einige Elektrobälle, die wir uns jetzt angreifen wollen. Weiß gar nicht, habe ich Pikachu von? Dann wäre es gar nicht mehr so brauchbar. Natürlich haben wir Pikachu von. Ja, wechseln wir doch ganz einfach... Ah, ich wollte eigentlich auf Lipo... Wir wechseln trotzdem auf Lipomentas. Keine Lust jetzt hier irgendwie eine Paralyse abzubekommen. Ja, und das kennt man ja, dass solche... Super, hätte ich das mal gewusst. Das kennt man ja, dass solche Pokebälle, die ja die Items symbolisieren, gerne auch mal ein Elektroball sind. Aber wir haben ja den stärksten Ball gefunden, den es im Spiel gibt. Den Meisterball, der da jedes Pokémon fangen kann. Jedes. Mit einem Versuch einfach geworfen, egal wie viele KP das Pokémon hat. Ob das Pokémon schläft oder nicht schläft, topfit ist, Level 100, das kann noch so legendär sein. Ein Wurf. Und wir haben es gecatcht. Und das ist der Meisterball, den gibt es allerdings nur einmal im Spiel. Ja, der ist einmalig sozusagen. Ja, und den haben wir jetzt quasi gefunden und müssen jetzt entscheiden, wo wollen wir den Meisterball einsetzen. Wo macht der Meisterball am meisten Sinn? Und ich habe da schon so eine Idee, wo ich den einsetzen werde, wo er für mich am meisten Sinn macht. Und das wird nicht das legendäre Pokémon Raikaza oder Groudon bzw. Kyogre sein. Wie auch immer mal das Pokémon ausspricht. Das könnt ihr mir auch gerne in die Comics schreiben, ja. Das habe ich bis heute nicht rausgefunden, wie das jetzt tatsächlich richtig heißt. Egal, wir haben auf jeden Fall den Meisterball geholt und können jetzt hier weitermachen im Aqua-Versteck. Und uns diesem Doppelkampf widmen. Wir haben das wichtigste Item geholt. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Erdbeben gab. Weil nach der TM halte ich ja auch noch so ein bisschen Ausschau zwecks Lepomentas. Ja, die Lehmschelle ist eine Bodenattacke, aber so wirklich brauchbar ist sie jetzt nicht. Zumindest würde ich sie jetzt nicht als brauchbar bezeichnen wollen. Und deswegen wäre es eigentlich ganz interessant, ob wir die TM 26 hier irgendwo finden. Die ja da für Erdbeben steht. Machen wir mit, halt, Laue. Deswegen müssen wir uns hier weiter aufmerksam umschauen. Aber kann sein, dass es erst in einem späteren Versteck dann tatsächlich der Fall ist. Oder wir Erdbeben einfach, keine Ahnung, sonst wo finden. Fragt mich bitte nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hauptsache Amaldo killt das Pfiffchen jetzt gleich. Nice, Amaldo, und der Angriffswert steigt. So lobe ich mir das doch. Also, unser Team nimmt so langsam Gestalt an. Oh, Zubat und Kanivanha. Ja, denke ich, dann greifen wir mal auf die Antikraft zurück. Ich meine, unser Amaldo kann ja nicht umsonst die Attacke. So, ich habe mal... ganz fix nachgeschaut, nicht, dass ich das hier dann eventuell noch Ewigkeiten suche, weil ich denke, dass ich es irgendwo übersehen habe. Also es gibt es nicht hier in diesem Versteck.
Erdbeben finden wir tatsächlich erst später. Na gut, vielleicht erlernt aber Lepomentas auch von allein Erdbeben. Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Dann wäre es natürlich eine Verschwendung, die TM einzusetzen, ja? Ja, am Ende befindet sich ein U-Boot. Ich denke, das ist klar. So, wo führt uns diese Tür hin? Ah ja, hier rennt noch einer rum. Haben wir hier noch mehr? Ja, wir haben ja wieder zwei Teleporter. Weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Welcher ist jetzt der richtige? Wir schauen uns erstmal den dort links unten an. In der Hoffnung, dass das der richtige ist. Ja, der hat bloß ein billiges Kanyon. Ja, wann fangen die eigentlich hier mal an mit Torhaido? Ja, bei Team Magma haben sie da auch hier und da immer schon mal einen Kammerrupt eingesetzt. Aber Team Aqua lässt sich hier mit Torhaido noch ein bisschen Zeit. Torhaido, die Weiterentwicklung von Kanimana. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesehen hatten. Ich glaube fast nicht, weil wir haben ja bis jetzt auch noch nicht gegen Adrian gekämpft. Und ich glaube fast, dass es heute immer noch nicht so weit ist. Ja, Und er fragt schon, Boss, reicht das aus? Das hat so ein bisschen den Hintergrund. Ah, ich will es nicht vorausnehmen, was das für einen Hintergrund hat. Weil das wird jetzt sowieso gleich zum Ende ja aufgelöst. Wir haben auf jeden Fall mal wieder ein gutes Händchen bewiesen mit dem Teleporter. Und ich glaube, jetzt sollten wir so langsam dann auch da sein. Oh, hier kommt auch nochmal ein Kampf. Den können wir austricksen. Das ist ja super. Aber ich brauche die Erfahrungspunkte. Und da lassen wir uns doch zur Not auch gern mal noch von einem weiteren Aquarübel hier ablenken. Ja, also auch im Zubat Level 32, da stelle ich mir die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ich meine, man könnte es auch einfach entwickeln. Weiß gar nicht, wann sich Zubat entwickelt. 21, 22, 23. Viel später wird es nicht sein. Und so ein Golbat ist halt doch schon deutlich wertvoller als ein Zubat, ehrlich zu sein. Ich hatte im Übrigen in der ersten Generation einmal Golbat im Team. War ein absoluter Reinfall. Werde ich so nie wieder machen. Aber ich glaube, X-Bat ist ein richtig brauchbares Flug-Pokémon. Auch da könnt ihr gerne eure Meinung mal in die Kommis schreiben, was ihr von X-Bat haltet. Es ist halt vor allem auch ein richtig schnelles Pokémon. Und ja, kann mit Sicherheit auch mit der ein oder anderen Attacke überzeugen, wenn es dann in späteren Generationen dann auch noch stärkere Giftattacken gibt, dann ist das, glaube ich, ein richtig wertvolles Pokémon, meine ich. Aber hat natürlich auch an der Stelle jeder eine andere Meinung. So, wir sind eine Weile mal wieder in einen weiteren Doppelkampf gelaufen. Ich glaube aber, die haben nicht so viele Pokémon. Jo, beide ein Pokémon. Das sollte nichts anbrennen. Ist im Übrigen auch interessant gemacht, dass die Trainer, die für einen Doppelkampf in Frage kommen, immer die gleiche Anzahl an Pokémon haben, ja? Weil ich meine, wäre das nicht so, zum Beispiel der eine hat 1 und der andere hat 3, dann könnte der eine mit den 3 Pokémon ja gut und gerne auch, wenn das eine Pokémon von dem ersten Trainer schon K.O. ist, kann der mit den 3 Pokémon ja dann 2 gleichzeitig auch einsetzen. Wäre eine Lösungsmöglichkeit gewesen für unterschiedlich viele Pokémon, aber darauf hat man nicht zurückgegriffen. Man hat es lieber so gemacht, dass alle gleich viele Pokémon haben. Wo komme ich denn hier hin? Ich glaube, hier komme ich bloß zurück. Das will ich nicht. Du hast es tatsächlich bisher geschafft. Da haben wir dich wohl etwas unterschätzt, aber hier geht es für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rübel, die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit daraus. Ich werde dich pulverisieren. Und damit geht's das erste Mal gegen Aqua-Vorstand Wolfgang. Ja. Der sieht nicht ganz so schmächtig aus, wie das bei Kalle der Fall ist. Bei Magma-Vorstand Kalle. Aber viel stärker als Kalle ist er auch nicht, beziehungsweise er soll halt ungefähr vom Niveau her auf dem gleichen Level wie Kalle sein. Und deswegen sollte der jetzt nicht so das ganz große Problem darstellen. Oh, Grimasse, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Da greife ich jetzt, glaube ich, doch mal auf die Donnerwelle zurück, um definitiv
schneller zu sein. So wie zu dem Thema. Das bringt mir gar nichts. Ich hoffe, Pikachu, du konzentrierst dich jetzt bitte einmal. Komm, 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 komm. Mach keinen Scheiß mit mir. Ach, Pikachu, du stinkst. Pikachu, du stinkst. Ich hasse das. Sowas könnte von Magnaien kommen. Eigentlich so viel sinnvoll ist nicht. Komm, Logok. Deine Chance ist gekommen, mal wieder einen Kampf zu bestreiten. Mal wieder so einen Magnaien einfach wegzukicken. Der Schnüffler. Das Magnaien kann ja dann quasi gar nichts. Das kann Grimasse, das kann Schnüffler, das kann Angeberei. Kann es auch angreifen? Heidewitzka. Und da ist es, das Golbat. Mich vorne noch beschwert. Und jetzt kommt es tatsächlich. Ja, ich denke aber, das können wir relativ easy mit Pikachu wegfegen. Das liegt unserem Pikachu ja echt gut. Ist auch schneller als Golbat, obwohl Golbat ja auch schon ziemlich schnell ist. Also zumindest was den Initiativewert angeht. Aber Pikachu ist natürlich auch nicht dafür bekannt, dass es langsam ist, ja. Deswegen, gut, so verwunderlich war es jetzt eigentlich nicht. Aber, ja, was soll's. Er ist auch gar nicht so unzufrieden über seine Niederlage und der Grund, den erfahren wir jetzt. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Unser Boss ist schon unterwegs zu einer Unterwasserhöhle. Falls du ihn verfolgen willst, suche doch mal die Tiefsee in der Region um Sekra Sub-City ab. Aber ob du ihn dort auch finden wirst, ja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Und die Tiefseeregion können wir ja leider Gottes auch noch nicht absuchen. Weil dazu fehlt uns noch eine Attacke, die wir erst später bekommen. Dazu kommt, dass uns auch noch ein Orden fehlt. Aber, was wir geschafft haben, dadurch, dass wir das Versteck jetzt abgeschlossen haben, die Weilmer sind hier weg und wir können den Seegang antreten. Wir können den Seegang antreten zur neuen Stadt, zur nächsten Stadt. Vorher aber möchte ich meine Pokémon nochmal heilen. Weil das wird natürlich jetzt kein kurzer Trip. Wie Sirlaurens schon unter einem Video kommentiert hat, es wird etwas unübersichtlich, so kann man es bezeichnen. Beziehungsweise halt etwas langwierig, kann man auch sagen. Ja, warum langwierig? Ja, liegt halt so ein bisschen, ich hole mir erstmal eine Beere, liegt halt so ein bisschen daran, dass das meistens, dass der Seeweg meistens so breit ist, dass er nicht auf den gesamten Bildschirm drauf passt und dann musst du halt ein bisschen im Zickzack surfen, um auch auf jeden Fall alles mitzunehmen. Aber das habt ihr ja schon damals gesehen, als ich bei Fausterhafen ein bisschen rumgesurft bin, ja. So, was haben wir denn hier oben? Boah, nichts weiter. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Doppelkampf, wenn sich die Alte mal nicht wieder weggedreht hätte. Boah, das war wieder unnötig. Ja, ich will mich außerdem hier auch, möglichst gut umschauen. Weil es halt sein kann, dass auf so einer Insel ein relativ wertvoller Schatz versteckt ist. So ein Gelbstück, Blaustück wäre ja genau das, was ich aktuell brauche. Denn so ein Gelbstück kannst du umtauschen gegen einen Donnerstein. Blaustück kannst du umtauschen gegen einen Wasserstein. Weil die Schockwelle reicht nicht aus. Okay. Ja, wie gesagt, kannst du umtauschen. Und ja, wir brauchen halt eben genau diese beiden Steine, den Donnerstein für Pikachu, ja. Also da warte ich sehnlichst drauf, dass ich da endlich mal die Entwicklung machen kann. Aber genauso warte ich sehnlichst drauf, dass ich mein Lombrero endlich mal entwickeln kann. Weil, ja, das ist halt alles nicht ganz so einfach mit dieser mittleren Stufe der Entwicklung. Ist ja auch bei Pikachu die mittlere Stufe seit der zweiten Generation. Gibt es ja mit Pichu da nochmal die Vorentwicklung. Pichu kann man hier allerdings nur erhalten, wenn man es züchtet, quasi Pikachu in der Pension abgibt als weibliches Pikachu. Und dann das Pikachu quasi paart, beispielsweise mit einem männlichen Pikachu. Und dann erhält man ein Ei, wo dann letztendlich Pichu rauskommt. Risikotackle. Ja, hätte vielleicht doch auch hier schon auf die Donnerblitzattacke zurückgreifen sollen. Gut, ich weiß gar nicht, wie lang diese Route hier war.
jeden Fall ist da in der Nähe von der nächsten Stadt dann auch noch so eine ziemlich nervige Höhle, die da auch so ein bisschen abhängt von den Gezeiten. So, ich schaue jetzt mal auf die Karte. Einfach mal auch ein Bild zu machen hiervon. Ach, der Scheiß, stimmt. Na gut, wisst ihr was? Wir surfen einmal hier ganz oben lang. Ja, dann surfen wir noch einmal in der Mitte lang. Boah, ja, es ist nicht unübersichtlich, aber es ist nervig. Ja, es ist einfach nur nervig. So, das ist meine Meinung dazu. Könnt gern eure Meinung dazu raushauen. So, jetzt nehme ich aber auch mal die Donnerblitzattacke. Hat nicht gereicht. Da kommst du dir halt auch schon wieder verarscht vor, ja? Verzichtest extra auf die Schockwelle, um mit der Donnerblitzattacke einen One-Hit zu machen und dann sowas, ja? Das hab ich doch nicht verdient. Oh, Wingull. Na gut, da sollte aber die Schockwelle definitiv reichen. Ja, da spare ich jetzt, denke ich, genau an der richtigen Stelle. Wunderbar. Ja, er hat die Orientierung verloren. Ich denke, bei mir dauert es nicht mehr lang, bis ich die Orientierung verloren habe. Hier oben vielleicht noch irgendwas? Nein, schade. Surfen wir weiter mal hier entlang. Hier oben was? Nö. Diese dunklen Stellen im Übrigen, da kann man tauchen. Aber wie ich bereits schon gesagt habe, dazu fehlt uns ein wenig die TM. Boah, Tentar Level 6. Bin gerade am Überlegen, ob ich einen Schutz einsetze. Also die wilden Pokémon auf hoher See, die gehen einem schon so ein bisschen auf den Sack, ja. Dazu, da könnte ich eventuell sogar auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Oh nein, habe ich keinen Schutz mehr. Okay, wir kaufen uns dann bei der nächsten Ortschaft dann definitiv mal Schutz. Hier, hier, das ist der Typ, wo wir unsere Stücke... Ja, Haus des Schatztowers. Hier bei dem können wir unsere Fundstücke, unsere Schätze loswerden. Wie weit ist es eigentlich noch bis zur nächsten Stadt? Ja, da ist sie doch schon. Würde ich sagen, gehen wir fix an Land. Und surfen dann danach nochmal zurück nach Segrasulb. Ja. Alles, was dann jetzt hier so oberhalb der nächsten Stadt ist, das schauen wir uns dann an. Wenn ich tatsächlich so die Region auch ordentlich abgesucht habe. Wie gesagt, ich hole mir Schutz. Ich werde mir Schutz kaufen. Weil diese wilden Kämpfe, die ziehen das alles nur sinnlos in die Länge. Und ja, sind so ein bisschen... Alter, nervig. Ihr merkt es selber gerade. Vor allem, wenn ihm solche schwachen Tentars kommen. Gegen die brauche ich nicht kämpfen. Ja? Gut, die bringen mir Fleißpunkte ein. Aber mehr auch nicht, ja? Also es... Das kannst du dann halt auch wirklich lassen. Will der kämpfen hier unten? Nö. Gut, wir schauen uns jetzt aber auch noch nicht großartig die Stadt an. Ich will jetzt einfach erstmal nur meine Pokémon heilen und die Route weiter absuchen. Beziehungsweise mir vielleicht ein bisschen Schutz kaufen. Dass ich da etwas schneller die Route absuchen kann, dann ist es auch nicht mehr ganz so unübersichtlich mit Schutz, ja. Weil wenn da so ein wildes Pokémon kommt, dann ist man ja danach, muss man sich erstmal wieder neu orientieren und so ein ganzer Schwachsinn, ja. Deswegen haue ich jetzt einfach mal raus. 20 Topschutz, ich habe genug Cash, ja. Also, das Geld ist da dafür, ja. Gar kein Problem. Und dann werde ich mich gleich damit einsprühen, wenn ich das nächste Mal mich ins Wasser begebe. Und dann schauen wir uns, wie gesagt, gleich mal noch den Weg zurück nach Segrasulb City an. Also, Beutel. Topschutz. Oh, dieses Sprühgeräusch. Und zack, geht dir kein nerviges, wildes Pokémon mehr auf die Eier. Ja, dort wäre ein Trainer. Ich bin gerade am Schauen. Ja, wir sind noch eins zu tief. Auf der Insel waren wir ja vorhin schon mal. Ich
glaube, wir dürften jetzt auch gerade die richtige Höhe haben. Ich orientiere mich trotzdem erstmal ganz kurz nach ganz oben. Jo, hier, wir hätten mal ganz oben, okay. Schauen wir uns hier jetzt so ein bisschen um. Ja, ich eier gerade trotzdem so ein bisschen hin und her. Aber mit Topschutz kann ich mir das leisten. Letzter Kampf auf jeden Fall für heute. Und die Schwimmerin hat einen Weilmar. Weilmar auch ein super Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Aber Weilmar, die Weiterentwicklung ist auch richtig stark. Vor allem, was die Defense angeht. Okay, so ein Wal hat halt auch eine Mega-Speckschicht, ja. Da macht es natürlich Sinn, wenn das Pokémon eine super Defense hat, ja. Aber gegen Pikachu mit der Elektro-Attacke reicht es am Ende trotzdem nicht. Gut, das soll es gewesen sein. Wir schauen uns das nächste Mal weiter hier um auf der Route. Vielleicht finden wir die ersten Schatzstücke, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und dann schaltet gerne das nächste Mal wieder hier ein zu Pokémon Smaragd Edition.